klar. Erstmal herzlich willkommen hier im Albert-Kunz-Sportpark. Wir stehen hier oben auf dem Presseturm. Eine neue Perspektive für meinen Gesprächspartner, und zwar Sascha Herröder. Hallo Sascha, grüß dich. Ja, du stehst normalerweise eher dort unten auf dem Platz. Wie ist die Perspektive jetzt von hier oben? Anders auf jeden Fall. Interessant. Ich habe gerade gesagt, von hier sieht man richtig gut. Glaube ich, die beste Perspektive hier im Stadion. Ja. Du stehst aber ansonsten lieber dort unten auf dem Feld. Ja, selbstverständlich. Ja. War ja in der Hinrunde auch mal anders. jetzt stehe ich zum Glück wieder dauerhaft auf dem Platz. Und jetzt war es aber das erste Mal in diesem Jahr, war es ja jetzt am Sonntag hier im Stadion wieder. Und hat schon Spaß gemacht. Ja. Wir müssen auf ein Spiel definitiv nochmal zurückblicken, und zwar auf euer Pokalhalbfinale gegen Meuselwitz am Sonntag. Ist das bei euch schon angekommen, was ihr dort erreicht habt am Sonntag? Ihr seid ja quasi erstmal diesen ersten Schritt gegangen in dieses Finale. Wie fühlt sich das an? Also es fühlt sich super an, definitiv. Ich glaube, es war jedem bewusst, was das für den Verein bedeutet. Also ich war ja letztes Jahr schon hier, da wurde mir ja schon klar und deutlich gemacht, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass Nordhausen mal wieder ins Finale kommt und dann am besten natürlich noch einen Schritt weiter geht und in den DFB-Pokal einzieht. Aber ich glaube auch jedem Spieler, der diese Saison erst gekommen ist, war das bewusst, wie wichtig das Spiel ist. Und Nico hat uns ja auch am Tag vor dem Spiel nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, wie wichtig das Spiel ist. Und ich glaube, das hat jeder verstanden. Es war kein Fußballschmankerl, würde ich jetzt mal sagen, aber der Einsatz hat definitiv gestimmt, und von daher würde ich sagen, es hat jeder verstanden, wie wichtig dieses Spiel war. Das hat man ja dann auch in der 89. Minute gesehen. Definitiv. Ja. Was ist das für ein Moment, wenn dann Pia Becken das 1:0 schießt? Also ich habe die Bilder gesehen, das war ja gigantisch einfach. Es war unglaublich emotional, weil, wie gesagt, es einfach kein gutes Spiel war. Und wir halt von Anfang an gemerkt haben, also die probieren es viel mit langen Bällen, das heißt, hinten wird es eine Schlacht. Und lassen uns eigentlich spielen, aber irgendwie kamen wir nicht so ins Spiel rein. Wir haben zwar viel Ballbesitz gehabt, erste Halbzeit, aber vorne wenig Bewegung, sodass es wirklich schwer war zu spielen. Aber dann war es natürlich in der 89. Minute unglaublich emotional. Ich meine, ich war ja direkt hinter Pierre, und wir haben es am Tag vorher auch genau hier im Stadion einstudiert. Der Mauri hat dafür gesorgt, dass wir hier ins Stadion durften und Standards trainieren durften, und da haben wir genau das trainiert, dass Pierre auf den ersten geht und ich hinten dran. Der Plan war eigentlich, dass der Ball über Pierre drüber geht, er den Gegner wegzieht und ich köpfe, aber ja, am Tag vorher hat er noch irgendwie Prairie geköpft, aber Sonntag ging es gut mit. Richtig, man spricht ja dann immer von einer verpatzten Generalprobe. Ja, genau, sowas. Du hast ja auch ein kleines Andenken mitgenommen vom Halbfinale. Ja, nicht so schönes Andenken. ja, ich habe eine Platzwunde erlitten, das war unser eigener Keeper, Kevin, mit seinem Ellbogen. Er hat mir gestern dann geschrieben, meine Ellbogen tut weh, sag ich, ja, frag mal, was mir im Kopf geht. ja, also ist eine Platzwunde, aber gut, das bringt einen nicht um, das gehört dazu. Mhm. Aber lustigerweise hatte ich wirklich noch nie in meiner Karriere eine Platzwunde oder ein blaues Auge oder irgendwas. Und seit ich hier in Nordhausen spiele, habe ich zweimal ein blaues Auge schon gehabt und einmal eine Platzwunde. Also der Nordosten, der härtet ab. Der härtet ab, ja. Man kann auch sagen, ihr habt jetzt wieder so einen kleinen Lauf bei euch in der Mannschaft. In der Abwehr funktioniert es auch einigermaßen. Woher habt ihr euch diese Stabilität zurückgeholt? Ja, es war nicht so einfach, muss man ja sagen. In der Hinrunde hat man ja gesehen, haben wir wirklich viele Gegentore kassiert. Ja, wir haben eine lange Vorbereitung gehabt, dadurch, dass auch die Spieler am Anfang ausgefallen sind. Und der Trainer hat wirklich Wert darauf gelegt, dass hinten vor allem Stabilität herrscht. Und nach vorne das Spiel, ja, das kommt dann erstmal danach. Also erstmal wird dafür gesorgt, dass hinten die Null steht. Und in der Regel, gut, letzte Woche in Meuselwitz war das 0:0, aber in der Regel, wenn du hinten 0:0 spielst, hast du einfach eine Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Und ich denke, das ist im Moment wirklich unser Prunkstück. Wir haben gestern darüber geredet, Pierre und ich. Wir hatten ja letzte Saison, glaube ich, 4 oder 5 Spiele gemeinsam, bis ich mich schwer verletzt habe. Und da haben wir kein Tor zusammen kassiert und dieses Jahr auch noch nicht. Also wir haben noch nie, als wir zusammen auf dem Platz standen, ein Tor kassiert. Hoffentlich bleibt es auch noch eine Zeit lang so. Ja, also das funktioniert wirklich super, obwohl ihr da öfters auch mal Wechsel habt dort hinten bei euch in der Abwehr. Also da muss man sich ja auch immer wieder auf neue Spieler auch einstellen. Ja, das stimmt. Also jetzt in der Rückrunde war es ja so, dass wenn Pierre ausgefallen ist, Schulle da hinten drin gespielt hat, was ja für ihn total ungewohnt ist. Aber der Trainer hat in der Vorbereitung gesagt, er hat ihn da getestet in den Testspielen und im Training, hat gesagt, das liegt ihm unheimlich, weil er einfach ein super Tempo hat und ein sehr, sehr gutes Passspiel. Und von daher ist die Position für Schulle wirklich geeignet.
Und er macht es wirklich gut. Ich glaube, er spielt lieber über die Seite, wo er dann mit seinem Tempo auch für einiges sorgen kann in der Offensive. Aber er macht das hinten wirklich gut. Und ich denke, wir alle drei, Pierre, Schulle und auch ich, sind dieses Jahr ziemlich stabil da hinten und harmonieren auch gut miteinander. Die habt ihr aber euch erst erarbeiten müssen, diese Stabilität, über die letzten Monate. Und gegen Schönberg sah es ja noch nicht so stabil aus. Das stimmt, leider. Also wir haben, wie gesagt, in der Vorbereitung auch ein paar Probleme gehabt. Wir haben das wirklich trainiert. Der Trainer lässt dann auch viel Unterzahl spielen, also Viererkette gegen 6-7 Offensive, dass wir da wirklich auch hellwach sind und uns aufeinander abstimmen. Und gegen Schönberg hat es leider nicht so funktioniert. Da war das auch das erste Mal, dass ich mit Schulle hinten drin gespielt habe. Und dann war natürlich nach 2 Minuten da der Fehlpass, der dann natürlich zum 1-0 geführt hat. Und dann bist du halt, dein ganzer Matchplan ist einfach dahin, wenn du in der 2. Minute dann das 1-0 kassierst. Und dann wieder durch einen individuellen Fehler das 0-2. Aber seitdem, muss ich sagen, sind wir hinten wirklich stabil. Und also im Moment fühlt es sich gut an. Ja. Du kannst auch mit dir selbst sehr zufrieden sein, weil du bist jetzt wieder in der Innenverteidigung gesetzt. Bist du denn auch zufrieden? Also soweit bin ich zufrieden, muss ich sagen, mit diesem Jahr. Wenn ich jetzt mal das Spiel Cottbus vor der Winterpause dazu rechne, habe ich in den letzten 7 Spielen 5x0 gespielt. Und ich glaube, da kann ich schon relativ zufrieden mit mir sein. Ich hätte natürlich 7-mal gerne 0 gespielt. Aber das geht halt leider nicht. Gegen Schirmberg habe ich ja angesprochen, gegen Victoria waren wir einfach als komplette Mannschaft nicht da an dem Tag. Also ich fühle mich gut. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Hinrunde, nachdem ich ja letztes Jahr die Verletzung hatte. Und dann kam ich nicht so rein. Dann wurde auch leider nicht so auf mich gesetzt. Ich bin trotzdem dran geblieben, habe immer Gas gegeben und habe gewusst, dass irgendwann meine Chance kommt, weil ich einfach auch letztes Jahr vor meiner Verletzung ja ein gesetzter Spieler war hier. Und nichts anderes ist auch mein Ziel und mein Anspruch. Und ich denke, dass ich jetzt mittlerweile wieder im Rhythmus bin und zum Glück halten die Knochen, toi toi toi, dass das so hält und fühle mich im Moment wirklich gut. Ja. Ihr müsst auch variabel sein, also in der Mannschaftsaufstellung, das ist sicherlich wichtig. Wie ist das eigentlich, ihr müsst euch ja auch immer wieder auf neue Vorderleute einstellen, nervt das nicht ab und zu auch mal? Nerven würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich einfacher, wenn du immer mit der gleichen Mannschaft spielst, dann bist du eingespielt und so weiter. Aber ich meine, wir trainieren hier die ganze Woche miteinander und der Trainer lässt ja dann auch wirklich variieren im Training. Der lässt ja nicht irgendwie stupide mit der einen oder anderen Mannschaft dann spielen. Und dann kennst du ja deine Mitspieler und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein, mit denen dann auf dem Platz zu spielen. Also da ist eigentlich relativ egal, wer vor dir ist. Das passt eigentlich. Ja. Du bist eigentlich auch so ein streitbarer Kopf, sage ich mal. Also manche mögen dich nicht. Wie gehst du selbst eigentlich mit der Situation um, beziehungsweise auch mit Kritik? Ja, mir wurde ja jetzt gesagt, dass ich mit Kritik nicht so gut umgehen kann. Kann vielleicht sein, ich habe mir da auch mal meine Gedanken drüber gemacht, dass ich relativ schnell explodiere, wenn irgendwas gesagt wird, was nicht... Also wo ich nicht der gleichen Meinung bin. Ich bin mit Sicherheit kein einfacher Typ, aber trotzdem war es eigentlich überall immer so, dass ich gerade in der Mannschaft mit jedem klarkam. Und was das Umfeld jetzt angeht, das ist wirklich auch das erste Mal so, dass ich so einen Gegenwind spüre. War für mich auch was Neues, definitiv. Also in meinen anderen Stationen hatte ich eigentlich nie Probleme. Es ist wie gesagt was Neues. Es ist nicht einfach damit klarzukommen, aber man muss da drüber stehen. Die Leute wollen einfach Leistung sehen und ich versuche immer 100% zu geben. Und wenn dann mal was nicht funktioniert, dann klar dürfen die Leute kritisieren, aber ich bin halt immer der Meinung, dass es konstruktive Kritik sein sollte und nicht irgendwie gegen die Person selbst gehen sollte und persönlich werden sollte, weil das gehört, finde ich, nicht hierhin. Also, ich habe ja auch gegen Schönberg den Satz gehört, ich zahle hier 9,50 € Eintritt und dann darf ich sagen, was ich will. Das ist nicht meine Meinung, weil die 9,50 € Eintritt geben dir nicht das Recht, die Person zu beleidigen. Mhm. Klar kann man sagen, reiß dich zusammen oder irgendwas sportlich einkritisieren, aber dann zu sagen, du Penner oder deshalb kann ich dich nicht leiden oder so, das sind dann wirklich Sachen, die dann ins Persönliche gehen und das ist dann... finde ich so, das gehört nicht hierhin. Wie gehst du damit um, also mit der Situation, wenn da wirklich halt auch solche Wörter fallen? Also es ist nicht einfach. Ich hatte auch viele Gespräche mit Mauri und mit dem Trainer.
Weil man muss ja ganz klar sagen, es wurde in der Hinrunde kam ja schon oft das Thema auf, weil ich halt Mauri schon lange kenne. Der Mauri, ich kenne ihn seit 10 Jahren. Und klar kam der Kontakt so ein bisschen natürlich nach Nordhausen eventuell durch die Verbindung zu mir auch. Aber letztendlich wurde Mauri Sportdirektor, weil der Präsident überzeugt war von seiner Kompetenz, von seiner sportlichen Kompetenz und von seiner menschlichen. Und das alles Weitere, das dann, was ja auch oft geschrieben wurde in der Hinrunde, mein Vater da noch eine Rolle spielt, das, ja, das ist eine andere Sache. Also mein Vater kennt Mauri natürlich auch schon seit 10 Jahren, er war früher mein Berater und hat auch ein relativ freundschaftliches Verhältnis zum Präsident. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem Spieler hier und habe jahrelang dritte Liga gespielt. Und letztes Jahr, denke ich, ohne Mauri oder irgendjemanden hier trotzdem meine Leistung gebracht und habe mich durchgesetzt und war Stammspieler und hatte dann die lange Verletzung. Und dann ist es einfach nur schade, dass dann geschrieben wird, als ich dann gegen Victoria Berlin in der Hinrunde gespielt habe. Herr Röder ist ja klar, warum er spielt, weil sein Vater da irgendwie eine Verbindung hat oder irgendwas. Das finde ich halt dann lächerlich, muss ich sagen. Und auch einfach nur traurig. Und dass man dann gegen Schönberg hört auf der Tribüne, die Aufstellung hat nicht der Trainer gemacht und so weiter, nur weil wir dann 2-0 hinten liegen und am Ende des Spiels feiern uns alle und sagen, ihr seid die Größten. Das finde ich halt dann schon schwach, muss ich sagen. Und das enttäuscht dich dann auch als Mensch und da bin ich dann schon emotional und sag dann halt auch mal, ey, reißt euch mal zusammen oder haltet mal die Klappe, weil ich finde, dass es nicht dahin gehört, was da teilweise gesagt wird, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich muss dann vielleicht auch lernen, mich ein bisschen zurückzuhalten und einfach zu schlucken. Aber manchmal ist es wirklich nicht einfach. Ja. Gegen Auerbach endet quasi für euch die zweite englische Woche. Und wenn man sich die nächsten Wochen anschaut, dann geht es eigentlich so nahtlos weiter. So ein kleiner Break kommt eigentlich erst zu Ostern rum, wo ihr mal wirklich Ostern in Ruhe genießen könnt quasi. Es ist aber trotzdem ein unheimlicher Kraftakt, oder? Es ist anstrengend, definitiv. Also sowas hatte ich auch noch nie, dass du 3-4 englische Wochen am Stück hast. Das ist wirklich sehr, sehr kraftaufreibend. Also das muss man wirklich sagen. Ich bin auch überrascht, dass mein Körper noch so gut mitmacht. Ich habe eigentlich gedacht, wie gesagt, weil ich jetzt wirklich in der Hinrunde auch wenig gespielt habe und aus dem Rhythmus sehr lange raus war, dass ich da vielleicht Probleme bekommen könnte. Aber bis auf die Platzwunde ist im Moment alles noch relativ okay und ich hoffe, dass wir das alle gesundheitlich jetzt gut überstehen und noch einige Punkte sammeln. Und dann über Ostern hat der Trainer schon so ein bisschen angedeutet, dass wir dann noch mal ein paar Tage zur Familie können. Das ist sicherlich auch ganz gut so, dass man wirklich mal so ein bisschen durchschnaufen kann dann auch. Ja. Auf was wird es dann im Heimspiel gegen Auerbach ankommen, dass ihr das wieder so erfolgreich gestalten könnt? Also es wird wieder darauf ankommen, dass wir hinten die Null halten. Das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, denke ich, das Wichtigste. Und dann müssen wir aber wirklich im Spiel nach vorne uns noch steigern. Das war einfach jetzt auch am Sonntag zu wenig. Das ist jetzt am Mittwoch gegen Babelsberg und auch am Sonntag gegen Auerbach. Oder Samstag gegen Auerbach. Ist es einfach wichtig, dass wir hier zu Hause dominant auftreten. Das ist auch die Art, wie der Trainer Fußball spielen will, wie wir Fußball spielen wollen. Es ist schwierig auf dem Platz, das muss man auch sagen, oder allgemein in der Liga auf den Plätzen, weil es sind einfach nicht die Besten. Da ist es schwierig, einen gepflegten Ball hinten rauszuspielen und viel Ballbesitz. Ich meine, in der Bundesliga sieht man, die haben alle einen Top-Rasen und da kann Bayern München hinten rausspielen. Das sieht immer super aus. Aber gut, die haben es dahin geschafft, wir nicht. Deshalb müssen wir hier mit klarkommen. Und aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass wir dominant auftreten, dass wir selbstbewusst sind, dass wir sagen, hey, wir sind eine gute Mannschaft. Wir wollen jedes Spiel die bessere Mannschaft sein und dass wir das auch zeigen, dass wir hier gerade zu Hause dominant sind, viel Ballbesitz haben und auch nach vorne uns Chancen erarbeiten und hinten weiterhin so wie bis jetzt. Ja. Kommen wir mal ein bisschen weg von Wacker, mal ein paar andere Fragen und zwar, reist du gern? Ich reise gerne, ja, definitiv. Ich bin leider noch nicht so rumgekommen auf der Welt, wie ich es gerne gehabt hätte. Das ist aber auch durch die Fußballgeschichte nicht so einfach, weil du im Sommer immer nur 3 Wochen hast, dann willst du natürlich auch Zeit mit der Familie verbringen. Und im Winter bin ich ein Typ, der dann an Weihnachten auch gerne zu Hause ist, weil ich wirklich sehr familiär bin. Und dann ist es nicht so einfach. Aber ich war in Amerika kurz bevor ich hier bei Wacker unterschrieben habe, 4 Wochen und
Es war schon sehr, sehr schön und ich will noch einiges sehen auf der Welt. Auf der Welt, aber in Deutschland bist du schon gut rumgekommen. In Deutschland bin ich gut rumgekommen, also da brauche ich eigentlich nichts Neues mehr erkunden. Ja, also ich habe schon viele Stationen gehabt. Ich hätte es auch lieber anders gehabt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil man halt schon gerne mal irgendwo länger bleibt und auch mal sesshaft bleibt. Es ist auch für meine Freundin und mich nicht einfach. Also ich habe sie halt, oder meine Verlobte mittlerweile, ich habe sie seit 10 Jahren jetzt und sie hat wirklich alles mitgemacht und ist überall mitgegangen und es ist für sie dann auch nicht einfach, weil sie natürlich auch immer wieder neue Leute kennenlernen muss. Für sie ist es noch schwieriger als für mich, weil ich natürlich durch die Mannschaft dann schnell Freunde finde. Ja, und deshalb ist man natürlich lieber an einem Ort, aber es gab halt immer wieder Gründe, warum das so gekommen ist, ob es Insolvenz war, Abstiege oder auch mit Aalen damals der Aufstieg in die zweite Liga, wo ich hätte bleiben können, aber halt mit meiner Rolle nicht so zufrieden war und Angst hatte, dass ich in der zweiten Liga keine so große Perspektive habe und dann nach Aachen gegangen bin. Weil es einfach ein geiler Verein ist, muss man einfach sagen. Und ich dachte, dass man dort richtig was reißen kann. Dann kam leider die Insolvenz, die der Trainer und ich ja damals mitmachen mussten, gemeinsam. Ja, und so sind die Sachen halt, oder die Dinge gekommen, wie sie sind. Und jetzt bin ich knapp 1,5 Jahre hier und habe ja auch nächstes Jahr noch Vertrag. Und wenn es nach mir geht, kann das noch eine Zeit länger gehen. Ja. Wie gesagt, du hast es gerade angesprochen. Aalen war so bisher deine sportlich erfolgreichstes 2 Jahre gewesen. Du bist ja mit denen in die zweite Liga aufgestiegen und hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, warum du dort nicht bleiben wolltest. Aber da fragt man sich wirklich, zweite Liga, normalerweise eigentlich der nächste Step. Das ist so. Ich habe mich auch wirklich in Aalen unheimlich wohlgefühlt. Also das ist auch wirklich die Station, wo wir privat, also wo am meisten hängen geblieben ist. Weil wir da wirklich noch viel Kontakt haben zu ehemaligen Mitspielern und meine Verlobte auch mit Spielerfrauen von damals. Wir hatten dort echt eine intensive Zeit. Im ersten Jahr fast abgestiegen. In der Hinrunde waren wir richtig unten drin. Und dann kam Ralf Hasenhüttl, und der mittlerweile in Leipzig sehr erfolgreich ist, und hat uns da unten rausgeholt. Und ja, also es war auch das erste Jahr ein schöner Abschluss, als ich dann so das entscheidende Tor zum Nichtabstieg geschossen habe. Und im Aufstiegsjahr war das dann so ein Auf und Ab bei mir. Mal habe ich weniger gespielt. Aber am Ende der Saison habe ich eigentlich die letzten 7, 8 Spiele komplett gespielt und habe dann schon meinen entscheidenden Teil zum Aufstieg beigetragen. Und war mir eigentlich auch sicher, dass ich bleibe. Nur dann hatte ich halt das Gespräch mit Trainer und Manager damals. Und dann hieß es, zweite Liga ist nochmal eine andere Geschichte. Und sie wollen den Oliver Barth damals von Freiburg, das war der Kapitän von Freiburg damals, verpflichten. Und dann wäre ich Innenverteidiger Nummer 4 von Anfang an. Und klar, jeder bekommt seine Chance, aber es wird nicht einfach. Und ich war damals 23 oder 24 Jahre alt und mir war es wichtig, einfach zu spielen. Und dann kam das Angebot von Alemannia Aachen und das war ein Riesenverein. Das war nochmal eine ganz andere Nummer als Aalen. Und dann habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, dann bleibst du in der dritten Liga, gehst nach Aachen und steigst mit denen halt wieder auf. Ne? Das war eigentlich der Plan. Doch ein bisschen anders mit Aachen. Kam leider anders, ja. Also ich hatte trotzdem ein sehr schönes Jahr dort, weil es einfach was ganz Besonderes war. Das ist ein Verein, der hat eine riesen Fankultur. Ich meine, wir hatten damals eine Saisoneröffnung. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Da waren 20.000 Menschen, die wollten uns einfach nur sehen. Und Autogramme und die neuen Spieler wurden vorgestellt. Das war wirklich, dann hast du die ersten Ligaspiele vor 25.000 Zuschauern gespielt gegen Dortmund 2 und Burghausen. Wo du denkst, was ist denn hier los? Also es war schon was sehr, sehr Besonderes. Ich hatte ja dann auch, der Trainer kam ja dann. Ich war ja auch Spielführer damals mit 24 Jahren. Also die Zeit hat mich schon geprägt, weil die Insolvenz dann überraschend kam für uns alle. Und von einem auf den anderen Tag stehst du dann da und denkst, okay, jetzt ist es im Sommer wieder vorbei. Und das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber auch trotzdem schöne Zeit, weil du einfach viel mitgenommen hast. Und mich hat das damals auch reifen lassen, einfach weil ich als Spielführer auch viel Verantwortung natürlich hatte für die Mannschaft und auch viele Termine wahrnehmen musste außerhalb des Platzes. Also es hat einen schon geprägt. Also du hast diese Entscheidung nie bereut zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Aachen und bleibe nicht in Aalen quasi. Oder? Es war dann schon schade, wenn man Aalen spielen sehen hat, natürlich in der zweiten Liga, meine ganzen Kumpels, die da dann in der zweiten Liga in den großen Stadien aufgelaufen sind.
da hast du natürlich dann schon ein bisschen Wehmut und denkst, hey, da hätte ich jetzt vielleicht auch stehen können. Mhm. Aber ich habe mich zu dem Schritt entschieden damals, mhm, weil einfach die Perspektive nicht die war, die ich gern gehabt hätte. Und klar, ein bisschen bereut eventuell schon, aber ich sage trotzdem, das Jahr in Aachen war für mich eine richtig schöne Zeit, weil es einfach ein ganz, ganz besonderer Verein ist mit ganz besonderen Fans. Und jetzt leider wieder eine schwere Zeit durchmachen mit der erneuten Insolvenz. Und deshalb, Entscheidung ist getroffen und dann braucht man auch nicht drüber nachdenken. Ja. René van Eck ist ja damals gekommen und jetzt ist er wieder quasi in Nordhausen. Was ging dir da durch den Kopf, als du erfahren hast, René van Eck wird Trainer von Nordhausen? Also ich habe mich riesig gefreut. Ich habe ja gerade erzählt, dass wir in Aachen, wie gesagt, eine intensive, schwierige, aber auch schöne Zeit hatten. Und es war damals in Aachen auch so. Also René van Eck war für mich damals erstmal kein Riesenbegriff, muss ich sagen. Ich kannte ihn als gegnerischen Trainer, aber ich habe mich nie mit der Personalie so riesig beschäftigt. Und er war ja dann auch U19-Trainer in Nürnberg, also ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, als er dann nach Aachen kam. Aber er ist natürlich schon eine Person, wenn du ihn das erste Mal siehst, bist du beeindruckt mit den langen Haaren, dem Bart, die Statur, Tattoos und so. Das ist halt der etwas andere Trainer, würde ich mal sagen. Und vom ersten Tag an hast du aber damals in Aachen gemerkt, das war direkt ein anderes Feuer drin im Training. Mhm. Er verlangt einfach viel. Mhm. Er will, dass du in jedem Training 100% wach bist und alles gibst. Aber neben dem Platz ist er unfassbar menschlich. Also du kannst, es kann jeder Spieler wirklich jederzeit zu ihm ins Büro kommen, egal was für Probleme er hat, kann mit ihm sprechen. Und er ist einfach ein unglaublich menschlicher und herzlicher Typ. Mhm. Und auf dem Platz will er aber trotzdem, wie gesagt, immer 100%, kann auch sehr laut werden. Und dann zuckst du auch mal kurz zusammen als Spieler. Wenn er schreit, ist dann schon ein bisschen was anderes als bei einigen anderen Trainern. Aber wie gesagt, so die Mischung stimmt. Er will auf dem Platz 100%, ist dann auch einfach die dominante Person auf dem Platz, mhm, zu dem jeder aufschaut und auch Respekt hat, aber neben dem Platz ist er wirklich unheimlich menschlich und ein einwandfreier Charakter. Hat sich sein Training ein bisschen was verändert im Vergleich zu Aachen oder ist das gleich geblieben? Klar, jeder entwickelt sich weiter. Es sind jetzt mittlerweile auch 4 Jahre her, dass wir in Aachen zusammengearbeitet haben. Er hat andere Dinge ins Training mit eingebracht, aber die Grundphilosophie ist die gleiche. Also er will, er macht viel Passspiel im Training, weil er sagt einfach, das ist für ihn extrem wichtig, weil ich meine, im Spiel hast du die ganze Zeit auch Passspiel. Mhm. Und deshalb ist es für ihn einfach wichtig, dass die Mannschaft, dass da jeder einen sauberen Ball spielt, mhm, dass du einen guten ersten Kontakt hast. Und das will er im Training, wie gesagt, auch immer sehen. Wenn da einer unkonzentriert ist, dann sagt er auch, hey, strafft euch, Männer, seid konzentriert, weil das einfach wichtig ist, wenn du im Training da bist und 100% wach bist und dich auf Dinge konzentrierst, mhm, dann ist es im Spiel einfacher, das ist dann irgendwann ein Automatismus, den du im Spiel dann einfach umsetzt. Mhm. Und das ist schon viel, viel Fußballspielen bei ihm im Training, viel Passspiel, viele Spielformen. Und was er beibehalten hat, ist, dass er ungern die Spieler die Laufschuhe anziehen lässt und finde ich gar nicht so schlecht. Das ist sehr schön. Hat Janik Günzer schon gesagt, als er positiv hervorgehoben. Ich meine, nicht laufen heißt ja nicht, dass wir konditionell nicht fit sind. Das ist ja immer so eine Sache. Viele denken ja immer noch, ey, ihr müsst in den Wald marschieren, dass ihr fit werdet. Klar gehört es dazu, dass du dich quälst, aber du kannst dich auch auf dem Platz quälen. Und er macht das viel mit Spielformen, mit 1 gegen 1, 2 gegen 2, 4 gegen 4, wirklich Spielformen, wo dein Puls mächtig nach oben schießt. Und du aber trotzdem halt den Ball dabei hast. Ne? Und das ist ja auch das, was du auf dem Platz dann hast. Du sollst ja Aktion haben und dann im nächsten Moment verschnaufst du kurz und dann musst du direkt wieder da sein. Und das, finde ich, lernst du viel mehr. Und dein Körper gewöhnt sich auch viel mehr daran, wenn du das auf dem Platz machst, als wenn du da stupide im Wald deine Runden läufst. Ne? Ja. Das finde ich wirklich gut. Das haben wir übrigens unter Ralf Hasenhüttl in unserem Aufstiegsjahr in Aalen damals auch nie gemacht. Wir sind nie in den Wald gegangen. Also da ist ja ähnlich. Ähnlich, ja. Du hast ja schon einige Trainer durch. Also wenn man so deine Stationen sich anguckt, innerhalb der letzten 10 Jahre 12 Vereine, da waren auch ein paar prominente Trainer dabei. Ralf Hasenhüttl hast du eben schon angesprochen, Christian Ziege in Unterhaching, wenn ich richtig informiert bin. Von welchem Trainer hast du das meiste mitnehmen können? Also man nimmt von jedem Trainer natürlich immer etwas mit. Mhm. Das muss man sagen. Ralf Hasenhüttl war auch menschlich, ähnlich wie René van Eck.
bei ihm war es auch so, ey, du konntest immer eigentlich das Gespräch mit ihm suchen. Er war dann immer da, war immer offen und hat mit dir über alles gesprochen. Und was ich bei ihm auch geschätzt habe, muss ich sagen, ich habe einige Entscheidungen von ihm manchmal nicht so nachvollziehen können. Und wenn du dann aber mit ihm gesprochen hast und hast ihn darauf angesprochen, dann hat er sich seine Gedanken gemacht und dann kam er auch zwei, drei Tage später teilweise wirklich und hat gesagt, du, ich habe mir meine Gedanken gemacht, du hast recht. Und so, das war nicht so clever von mir und so. Und das musst du als Trainer ja nicht unbedingt machen. Du kannst ja auch einfach sagen, der Spieler kann mich kreuzweise, ne? Aber das muss ich sagen, das habe ich wirklich geschätzt an ihm. Und da war bei ihm war halt auch das Taktische extrem wichtig. Also er hat defensive Stabilität, war ihm extrem wichtig, dass du hinten die Null hältst. Und wir haben auch im Aufstiegsjahr, glaube ich, 16, 17 Mal die Null gehalten. Und das habe ich bei ihm so mitgenommen, dass einfach die Defensive erstmal an vorderster Stelle steht und danach kannst du nach vorne spielen. Weil ich habe als junger Spieler schon extrem dazu geneigt, mache ich auch heute manchmal noch, dass ich das Risiko suche, dass ich den Ball durch die Lücke suche, dass du halt schnell nach vorne kommst. Aber er hat mir dann so beigebracht, dass du vielleicht ab und zu mal den einfachen Ball spielen solltest. Mhm. Das schon, und aber auch von Christian Ziege natürlich, der hat viel erlebt in seiner Karriere, der hat viele Geschichten erzählt, die interessant waren und einfach, er wusste auch in entscheidenden Spielen gerade uns mental da wirklich auf der Höhe zu halten und vorzubereiten. War leider in Unterhaching nicht so erfolgreich, was aber auch wirklich daran lag, dass wir durch die finanziell geringen Mittel, die Unterhaching einfach hat, eine sehr, sehr junge Mannschaft hatten und das ist in der dritten Liga halt wirklich sehr, sehr schwierig dazu bestehen. Und René van Eck habe ich ja eben schon erwähnt, da kannst du wirklich alles mitnehmen. Vom Fußballerischen bis zum Menschlichen wirklich, dass du immer diese menschliche Ebene im Vordergrund hältst und das ist extrem wichtig. Und das, diese holländische Schule einfach bei ihm, hinten raus einen gepflegten Ball spielen, Spielaufbau, wie du dich stellst im Spielaufbau, das verschiedene Varianten und so weiter. Es gab aber auch eine Station, habe ich gelesen, da wurde es sehr emotional. Da hattest du sogar schon überlegt, deine Fußballschuhe an den berühmten Nagel zu hängen. Mhm. Was war das für eine Situation und warum hast du dann gesagt, ey, ich spiele doch weiter? Das war damals in Elversberg. Das war das erste Mal, dass ich wirklich von zu Hause weg war. Und das war schwierig. Wir hatten damals eine relativ alte Mannschaft und ich war ein ganz junger Spieler, der da hingekommen ist. Und der Trainer, Jurac Vasic hieß der damals, war Jugoslawe, der hat mir so viel versprochen. Wir haben uns in Wiesbaden getroffen, der ist extra nach Wiesbaden gekommen, was in der Nähe von meiner Heimat ist. Und haben ein wirklich sehr gutes Gespräch gehabt und er hat mir damals versprochen, dass ich gesetzt bin auf der linken Innenverteidigerposition und ich hatte auch eine Anfrage von Eintracht Frankfurt 2 damals schon und habe aber gesagt, Elversberg, die wollten aufsteigen, sind ja jetzt auch wieder in der Regionalliga vorne dabei, weil einfach dort finanziell wirklich also jemand dahinter steht, der da investiert und sie hatten eine super Mannschaft und da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber in eine Herrenmannschaft, da reifst du auch als junger Spieler und wie er gesprochen hat, war das einfach so, dass ich meine Spiele bekomme. Und das war halt gar nicht der Fall. Ich habe mich in der Mannschaft nicht so wohl gefühlt. Ich habe in Frankreich gelebt damals, weil das ja an der Grenze war dort direkt. Da war das natürlich auch schwierig mit der Sprache. Und ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ja, und habe auch dann meine Einsatzzeiten nicht wie gewünscht bekommen. Und dann war wirklich so ein Punkt, an dem ich gesagt habe, das macht mir einfach keinen Spaß mehr und vielleicht ist es doch nichts für mich. Hab dann, meine Freundin ist hauptberuflich Model und dann habe ich dann auch dort mich versucht und dann habe ich gesagt, vielleicht mache ich das einfach und habe das paar Monate dann gemacht, aber dann hat die Eintracht angerufen und hat gesagt, du, wir wollen dich auch jetzt ein halbes Jahr später noch und ich war als Kind schon immer Frankfurt-Fan und dann war das natürlich keine Frage, dass ich dann doch weitermache und zur Eintracht gehe. Genau, so hat sich dann quasi dein Weg bis jetzt fortgeschritten. Ja. Wie würdest du dich eigentlich als Spielertyp beschreiben? Also ich denke, dass ich auf dem Platz ein sehr dominanter Spieler bin. Ich versuche schon immer die Mannschaft zu führen. Vielleicht auch, das ist einfach, weil ich schon als junger Spieler Verantwortung übernommen habe. Wie gesagt, der auch in Aachen schon Spielführer war als relativ junger Spieler. Habe ich das so drin, dass ich lautstark auf dem Platz bin und versuche die Mannschaft von hinten raus, auf der Position denke ich aber auch gefordert, einfach zu führen.
Und sonst denke ich, dass ich mit meinem linken Fuß ein relativ gutes Passspiel habe. Versuche schon immer, das Spiel nach vorne zu eröffnen. Mhm. So der moderne Innenverteidiger, sagen wir mal. Okay. Und ja, und ansonsten, ja, das denke ich einfach, ist meine Art zu spielen. Und dann muss ich sagen, dass ich früher, hat mir vielleicht das eine oder andere Mal die Aggressivität ein bisschen gefehlt. Aber das habe ich mit den Jahren auch gelernt und seit ich im Osten bin, habe ich da noch ein bisschen dazugekommen, was ich ja vorhin erwähnt habe mit den blauen Augen und der Platzwunde. Da lernst du noch härter zu werden. Ja. Wir sind aber nicht allzu schlimm. Also hier, nicht, dass das heißt... Nee, es geht nicht um die Leute hier. Ich fühle mich hier wirklich super wohl. Ja. Also es ist wirklich so, deshalb sage ich ja, ich würde liebend gern noch die nächsten Jahre hier bleiben. Es geht einfach um den Fußball, der hier gespielt wird. Das ist schon wirklich ein anderer. Es ist das ähnelt der dritten Liga. Okay. Viel Kampf, viel Leidenschaft, viele Zweikämpfe, auch eklige Gegenspieler. Mhm. Und das ist im Osten schon anders, als zum Beispiel im Westen oder Südwesten der Fall ist. Also schon, hier geht es schon körperlich wesentlich mehr zur Sache. Und ja, das ist einfach so, das härtet einen schon ab. Und dann musst du halt, gerade als Innenverteidiger, musst du dagegen halten, sonst will man nicht so auf die Null halten. Ne? Ja. Jetzt mal was Familiäres. Wer hat eigentlich bei dir diese Leidenschaft für das Fußballspielen entfacht? Wenn man sich so ein bisschen durchliest durch deine Biografie, weiß man, du kommst eigentlich aus einer Familie Reiten. Genau. Wer oder was hat dann gesagt, hier Fußball? Also es war so, der Bruder meiner Mutter, mein Onkel, der war Profifußballer, der war Jugendnationalspieler und hat bei Eintracht Frankfurt gespielt, war dort auch im Bundesliga-Kader damals und war schon er, muss ich sagen, der mich zum Fußball gebracht hat. Und dann war es natürlich auch so, meine ganze Familie, wie gesagt, kommt aus dem Pferdesport. Mhm. Ich habe dann mich am Anfang auch darin versucht, als junger Kerl, aber da war ich noch wirklich ganz klein. Und meine Kumpels haben aber alle immer Fußball gespielt. Und dann bin ich einmal böse vom Pferd gefallen und dann war das für mich, das Thema für mich sofort erledigt. Da war ich gerade 7 Jahre alt, glaube ich, oder 8. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will nur Fußball spielen. Und wie gesagt, mein Onkel, der war auch Linksfuß und er war schon immer so dann mein Vorbild, muss ich sagen. Er ist leider früh verstorben, also er konnte das alles nicht so miterleben. Ich glaube, von ihm hätte ich noch einiges lernen können, aber wie gesagt, er war so der, glaube ich, der dann dafür gesorgt hat, dass ich Fußball begeistert war. Ja. Besucht ihr euch eigentlich gegenseitig mal, dass deine Familie hier ist und du auch mal auf dem Reitplatz? Oder, ja, auf jeden Fall. Also meine Schwester, die ist ja, die hat ja schon relativ früh angefangen, international zu reiten und war dann schon viel unterwegs in Deutschland oder auch auf der Welt. Und wenn dann Fußball frei war, habe ich wirklich immer versucht, sie zu unterstützen und hinzufahren. Ich bin dann auch weitere Strecken gefahren, um sie dann einfach zu unterstützen und ihr zu zeigen, dass mich das auch interessiert, dass ihre Leidenschaft mich begeistert auch. Und andersrum ist es aber genauso. Also meine Eltern sowieso, die haben immer versucht, da zu sein, obwohl mein Vater ja der Trainer meiner Schwester ist eigentlich. Mhm. Und natürlich mit ihr jahrelang immer viel unterwegs war, hat er dann versucht, von den Turnieren auch ist er dann zu mir gekommen oder wenn frei war, dann sowieso, dann ist er auch überall hingefahren und hat mich da unterstützt und meine Mutter da genauso, meine Schwester auch, also wenn sie Zeit hat, sie hat gerade heute gesagt, dass sie gegen Jena, sie hat im Kalender geguckt, gegen Jena wird sie wieder da sein, mit ihrem Freund auch, der spielt ja in Paderborn, Fußball auch und ja, also wir unterstützen uns da gegenseitig. Hast du eigentlich in der Zwischenzeit schon mal wieder auf dem Pferd gesessen oder hast du gesagt, das Thema ist durch? Also nachdem ich damals gesagt habe, ich höre auf, habe ich schon noch mal drauf gesessen, aber mehr aufs Gaudi. Ja. Einfach, weil ich gesagt habe, mich interessiert es, ob ich es noch kann, ob das Gefühl noch da ist, aber das war nicht der Fall. Es ist auch einfach nicht meins. Also ich gehe gerne auf Turniere, wie gesagt, von meiner Schwester auch, weil ich das durch meinen Vater halt einfach als Kind auch mitbekommen habe, weil er ja sehr erfolgreich war und viel unterwegs war. Und klar, man wächst damit auf, es gehört zur Familie dazu, aber es ist einfach, draufsitzen ist nicht mein Fall. Ja, du hast ja auch selbst gesagt, du bist ein Familienmensch und so äußert sich das quasi dann auch bei dir. Also ihr unterstützt euch wirklich da gegenseitig und ja. Definitiv. Das war von Anfang an einfach so. Also ich habe von Anfang an Fußball geliebt und für mich gab es nichts anderes und bin ja früh auch von meinem Heimatverein weggegangen damals schon mit 11 Jahren nach Darmstadt. Und später dann nach Mainz in der Jugend auch. Und dann war es einfach so, dass
dass die Familie immer dabei war, wenn Zeit da war, von Opa bis Eltern und Schwester. Mhm. Die waren dann alle da und bei meiner Schwester war es genauso. Also wenn meine Schwester ein Turnier hat, dann sind die Omas da, meine Eltern, ich, meine Verlobte. Also wir versuchen da uns wirklich gegenseitig zu unterstützen. Also wir haben schon einen sehr, sehr engen Draht in der Familie. Was aber auch, glaube ich, davon kommt, dass ich früh weggegangen bin und wir uns dann halt nicht das ganze Jahr gesehen haben, sondern wirklich nur ab und zu und dann haben wir halt die Zeit extrem genossen, die wir uns dann auch gesehen haben. Ne? Ja. Du sprichst immer von deiner Verlobten. Habt ihr denn schon einen Termin für die Hochzeit? Ja, der 3.6. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Das ist ja, da hast du dir ja was vorgenommen. Genau. Also wir waren Ende letzten Jahres 10 Jahre zusammen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich, glaube ich, mal einen Schritt weitergehen. Und jetzt, am 3.6. ist es soweit. Eine Woche nach dem Pokalspiel, ich hoffe mal, mit einem guten Gefühl. Aber der, mein Trauzeuge ist der Kapitän des wahrscheinlichen Gegners, Rot-Weiß Erfurt, Mario Erb. Und da mein Trauzeuge ist, ich eine Woche später heiratet, musst du mir den Vortritt lassen. Das ist meine Ansage. Ja. Also du hast den Antrag gemacht, ne? Ich habe den Antrag gemacht. Weißt du noch wo? Also wo das war? Ja klar, es war in Frankfurt. Wir kommen ja beide aus der Umgebung und wir lieben beide die Stadt. Ich habe es im Hotel gemacht, in der obersten Etage mit Blick über ganz Frankfurt. Und da konnte sie nichts anderes machen. Also ich habe sie mehr oder weniger dazu gedrängt, ja zu sagen. Und dann wirklich am 3.6., also da seid ihr ja quasi jetzt auch schon in der ganzen Vorbereitung. Ja, es ist auch nicht ohne, aber sie nimmt mir da unheimlich viel ab, weil sie einfach weiß, dass ich hier gerade wirklich eingebunden bin, dass wir wirklich einen engen Terminplan haben, dass es wichtig ist, auch einfach die Rückrunde, weil wir so eine verkorkste Hinrunde hatten, dass wir einfach in der Rückrunde den Zuschauern oder aber auch uns selbst und den ganzen Leuten drumherum und im Verein schuldig sind, bessere Leistung abzuliefern und möglichst weit oben zu sein in der Tabelle. Ja. Und dann den Pokal natürlich noch. Sie nimmt mir da wirklich viel ab. Also sie macht die Hauptarbeit und ich nicke immer nur ab. Das ist auch nicht schlecht, ja. Und ich denke mal, ihr heiratet in Frankfurt? In der Umgebung, also in meinem Heimatort sogar. Wir heiraten in derselben Location wie meine Eltern damals. Oh, also es ist sehr traditionell. Und haben aber viele ehemalige und auch jetzige Mitspieler da als Gäste. Also es ist eine relativ große Hochzeit mit vielen Weggefährten aus meiner Fußballkarriere. Klar, man lernt viele Leute kennen und lieben. Und, ja, wird schön. Bei Wacker gibt es ja auch einen Hochzeitsfotografen. Gibt's? Okay. Ja, Tino Semmer. Ach so, ja, stimmt. Ich habe auch mit Semmer darüber gesprochen. Ja. Aber irgendwie kann ich mir nicht leisten, der ist eine andere Preiskategorie. nee, aber Semmer macht das gut. Ich habe die Bilder von Pichis Hochzeit gesehen, der macht das wirklich gut und schauen wir mal. Ja. Was machst du eigentlich nicht, wenn du gerade auf dem Fußballplatz stehst? Also viel Zeit bleibt dir ja da quasi nicht mehr. Also die Hochzeitsplanung und dort, also eigentlich gut ausgelastet. Also im Moment bin ich wirklich eingebunden in Fußball und Hochzeitsplanung. Da ist wirklich, da bleibt nicht viel Zeit für andere Sachen. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Sandra und meiner Verlobten fahren wir dann mal hier irgendwie nach Erfurt, Halle. In Halle habe ich auch zwei Freunde in Erfurt, habe ich ja schon erwähnt, Mario Erb. Besuchen einfach Freunde und schauen uns andere Städte an. Waren auch schon in Braunschweig, also wir fahren hier dann ab und zu mal ein bisschen weiter weg, um einfach mal die Städte zu sehen. Das ist das Schöne, wenn man viel rumkommt in Deutschland, man kann viel sehen, man sieht immer wieder neue Städte und lernt neue Leute kennen. Das ist schon schön. Super, dann danke ich dir für das super tolle Interview und wünsche euch natürlich viel Erfolg für die nächsten Spiele. Ja, vielen Dank. Super, danke. Danke.